1995 machte das Hubble-Weltraumteleskop eines der berühmtesten Fotos in der Geschichte der Menschheit. Dieses Foto trägt den Namen Säulen der Schöpfung und zeigt einzigartige Gas- und Staubformationen, die an die verschlungenen Figuren eines Weltraumriesen erinnern. Aber nur wenige Menschen wissen, dass diese Säulen nur Teil eines noch majestätischeren Nebels sind, der seinerseits nur einer von Hunderten von atemberaubenden kosmischen Nebeln ist. Wie kommt es, dass es im Weltraum Formen gibt, die den Blumen und Tieren auf der Erde ähneln? Stimmt es, dass die Säulen der Schöpfung bereits zerstört sind? Und außerdem, warum gibt es überhaupt die atemberaubende Vielfalt der kosmischen Nebel? Viele dieser Strukturen entstehen nach dem Tod von Sternen, wenn sie sich zunächst ausdehnen und dann ihre äußersten Schichten abwerfen. In der Regel ergibt das alles einen trivialen, blasenförmigen planetarischen Nebel, auch ohne besonderen Namen. Aber was wird passieren, wenn einer der beiden Doppelsterne stirbt? Diese Flügel eines Schmetterlings sind 2100 Lichtjahre von der Erde entfernt. Jeder von ihnen ist 20 Mal größer als unser Sonnensystem. Der Partner des sterbenden Sterns hat seine Materie so weit verstreut. Im Grunde ist es ein heißer Gas-Smoothie aus einem Weltraummixer. Aber langsam sterbende Sterne erzeugen noch bizarrere Formen. Was ist das? Ein leuchtendes Auge oder eine Pusteblume? Astronomen geben diesem Nebel, der 6.500 Lichtjahre von der Erde entfernt ist, beide Namen. Er ist einzigartig wegen der Illumination von dem extrem seltenen und sehr massereichen Wolf-Rayet-Stern. Er bleibt heiß und hell, auch nachdem er seine äußeren Schichten abgestreift hat. Daher die schöne Illumination. Aber wie groß sind solche Nebel im Vergleich zu den berühmten Säulen der Schöpfung? Diese Gas- und Staubwolken erstrecken sich etwa 4 bis 5 Lichtjahre weit. Sowohl die Schmetterlingsflügel als auch die Pusteblume sind mehr als 3-mal kleiner als die Säulen. Und lass mich dich daran erinnern, dass all diese Strukturen um ein Vielfaches größer sind als das Sonnensystem. Ziemlich massereiche Sterne hinterlassen jedoch ausgedehntere Nebel. Riesige Leuchtkörper explodieren mit enormer Kraft, schleudern ihre Materie Lichtjahre weit weg und bilden einen besonderen Nebeltyp. Das ist ein typischer Supernova-Überrest. Eine symmetrische Blase mit einem Durchmesser von einigen Lichtjahren. Doch fast 1500 Lichtjahre entfernt entdeckten die Astronomen zu ihrer Überraschung diesen zerrissenen, unregelmäßig geformten Schleier. Es ist die vakuumgefrorene Schockwelle eines explodierten Sterns, der 20-mal so groß ist wie die Sonne. Aber warum sehen wir hier nicht die übliche runde Blase, sondern nur ein paar Lappen? Tatsächlich fehlt nichts. Es ist nur so, dass der Überrest dieser Supernova in seiner Gesamtheit nur im ultravioletten Licht zu sehen ist. Er ist jetzt als Cygnus Loop bekannt, nach dem Namen des Sternbilds. Der abgekühlte Körper des Sterns im Zentrum des Nebels wurde jedoch bisher nicht entdeckt. Wahrscheinlich handelt es sich um einen sehr kompakten Neutronenstern oder sogar um ein schwarzes Loch. Und dieser berühmte Supernova-Überrest ist wegen der Aktivität seines Kerns so malerisch. Das ist der Krebsnebel, etwa 7000 Lichtjahre entfernt. Eigentlich würde der modische Spitzname Neon Pulsar besser zu ihm passen. Schließlich ist es der helle Strahlungsimpuls eines jungen Neutronensterns, der die Gaswolken dieses Supernova-Überrests ionisiert und sie in eine Art Neonlampe verwandelt.
Krebsnebel ist vor dem Hintergrund der Säulen der Schöpfung leicht auszumachen. Außerdem dehnt er sich immer noch aus. Der Schleiernebel, der für uns sichtbar ist, ist jedoch mindestens 10-mal so groß wie die Säulen der Schöpfung und ungefähr so breit wie der Adlernebel, zu dem die Säulen gehören. Und doch ist es nicht der Schleier, der unsere Fantasie beflügelt, sondern die prächtigen Säulen der Schöpfung. Wie sind diese ungewöhnlichen Strukturen entstanden und werden sie in naher Zukunft verschwinden? Die Säulen der Schöpfung, 7000 Lichtjahre von der Erde entfernt, sind weder ein planetarischer Nebel noch ein Supernova-Überbleibsel. Es ist eine interstellare Wolke aus Gas und Staub, die hauptsächlich aus Wasserstoff besteht. Es gibt viele ähnliche Formationen in unserer Galaxie. Aber warum haben sich nur hier fast identische Fingersäulen nebeneinander gebildet? Infrarotteleskope haben gezeigt, dass jede dieser Strukturen eher einem Termitenhügel ähnelt. Das liegt daran, dass die Säulen Weltraumwiegen beherbergen, in denen gerade neue Sterne geboren werden. Daher ja auch der Name Säulen der Schöpfung. Und einmal hat ein starkes Licht der ersten neugeborenen Sterne riesige parallele Löcher in die ursprünglich formlose Wolke geschlagen. Das ist im Grunde wie den Schaum in der Wanne mit deinen Bewegungen zerlegen. Und früher oder später werden sich auch die Säulen der Schöpfung vollständig auflösen. Einige Astronomen glauben, dass die majestätischen Säulen längst verschwunden sind. Aber wie wäre das möglich, wenn wir sie jetzt noch sehen können? Die Theorie der Säulenzerstörung besagt, dass eine Supernova vor 6000 Jahren in ihrer Nähe explodierte und sie fast sofort in Stücke sprengte. Aber aufgrund der Entfernung von 7000 Lichtjahren sehen wir die Säulen noch intakt und ihre Zerstörung wird auf der Erde mit einer Verzögerung von weiteren 1000 Jahren sichtbar werden. Aus astronomischer Sicht ist das nur ein Wimpernschlag. Stell dir vor, wie viel Glück wir haben, diese Strukturen jetzt zu sehen. Natürlich nur, wenn die Theorie der Zerstörung stimmt. Um das zu testen, hat Hubble 2015 neue Bilder von den Säulen der Schöpfung aufgenommen. Astronomen haben sie lange und sorgfältig nach Beweisen für die erste Phase der Zerstörung abgesucht. Aber es stellt sich heraus, dass sich die Wolken kaum verändert haben. Das bedeutet, dass es höchstwahrscheinlich keine Supernova-Explosion gab und die Säulen der Schöpfung noch viele tausend Jahre lang fotografiert werden können. Aber einige malerische kosmische Nebel sind nicht so leicht im Detail zu sehen. Hier und da. In den unendlichen Weiten des Weltraums stoßen wir auf pechschwarze Wolken, die unsere Fantasie anregen. Dieser Nebel, fast 600 Lichtjahre von der Erde entfernt, wird gemeinhin der Kohlensack genannt. Aber die Menschen der Antike sahen hier Höllenvögel, knorrige Baumäste und sogar das Nest eines Weltraummonsters. Zumindest erinnert diese Wolke im Sternbild Orion, das etwa 1400 Lichtjahre von der Erde entfernt ist, jeden an dasselbe. Einen dunklen Pferdekopf. Aber was genau macht dieses Pferd so dunkel? Neben Wasserstoff enthalten solche Nebel auch eine riesige Menge an Staubpartikeln, die hauptsächlich aus Kohlendioxid, Stickstoff und anderen Substanzen bestehen. Ein solcher Cocktail absorbiert fast das gesamte sichtbare Licht, einschließlich des Lichts von Sternen, die sich heimlich in den dunklen Wolken einnisten. Manchmal durchbrechen diese Himmelskörper ihre tristen Wiegen. So geschehen im Kegelnebel, 2700 Lichtjahre von der Erde entfernt. Hier sehen die Sterne aus wie die Augen einer geheimnisvollen Bestie, die gleich in den Abgrund des Weltraums stürzen wird. Oder
Vielleicht ist es ein dämonischer, vom Bösen besessener Angehöriger der Säulen der Schöpfung. Aber sowohl der geheimnisvolle Pferdekopf als auch der finstere Kegel reichen nicht an die Größe der Säulen der Schöpfung heran. Neben dem Schleiernebel werden sie von einem weiteren ganz besonderen Nebel übertroffen, der 2600 Lichtjahre entfernt ist. Und der heißt Nordamerika-Nebel. Es ist nur so, dass das Spiel von Licht und Schatten etwas Ähnliches wie den Golf von Mexiko vor einer leuchtenden Gaswolke bildete, die den Konturen des nordamerikanischen Kontinents ähnelte. Er erhebt sich bis zu einer Höhe von 100 Lichtjahren. Letztendlich wären die Säulen der Schöpfung auf diesem Nebel etwa so groß wie Florida. Und das ist wahrscheinlich der beeindruckendste Vergleich, den sich Florida jemals erhoffen konnte.